Meter mitgefahren. Das ist eine gute Rakete. Es ist ein Wahnsinnsgeschoss. Naja, ich schwinge mich jetzt mal rauf auf den Hubbel und drehe noch ein paar Runden. Nimm die Kamera auf. Sieht so aus. Schauen wir mal. Ich hoffe, ich kriege mal gute Bilder. Wenn nicht. Das ist ein wunderschönes Motorrad. 199 PS am Hinterrad. Da geht richtig was vorwärts. Ich bin jetzt leider im Sportmodus. Ich probiere nachher mal den Race. Ja, momentan geht sowieso nicht. Seht ihr auch selber mit dem LKW vor mir. Ist kein Vorankommen. Aber macht wahnsinnig Spaß. Die Bremsen sind unheimlich aggressiv. Wunderschönes Motorrad. Was ich noch erzählen wollte, ich selber fahre ja Naked Bike und ich habe mir gedacht, okay, hoffst du auf einen Supersportler, um einfach mal zu schauen, wie ist es vom Feeling, vom Fahren an sich, vom Sitzen, vom Wohlfühlen und so weiter. Und am Anfang habe ich mir gedacht, boah, unheimlich unbequem. War so wirklich so, du sitzt da drauf und denkst dir, du machst Liegestütze. Ganz komisches Feeling. Und nach ein paar Metern gewöhnt man sich dran und dann sitzt du doch relativ bequem auf der Maschine. So, ich mache das Visier wieder zu.
Three men to represent the culmination of a dream, and the beginning of a new concept of reality. We'll be right back.